Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Ich dachte mir, heute machen wir mal einfach so einen schönen Klassiker auf der Grid-Map. Ach, das habe ich mir gut. Oh Gott, Stabilitätskontrolle an und eine Automatik. Warum haben wir eine Automatik in einem GTA 6? Oh Gott, komm schon. Okay, das geht schon mal gar nicht, ja. Also ich dachte, wir machen heute mal einen Klassiker, indem wir hier wunderschön auf der Grid-Map rumfahren und ein paar schicke Crashes machen. So wie man es am besten auf der Grid-Map machen kann. Eigentlich ist es ziemlich immer noch die beste Crash-Map, ne? Weil man so viel Variation hat an Crashes. Ich will nur kurz den Drift hinkriegen. Nein. Ah, warum bist du? BeamNG, gib mir richtigen Gang. Ah, wartet. So. Okay, fast gecrashed. Rum. Nicht perfekt. Egal, habt ihr nicht gesehen. So, okay, wir wollen mal hier lang fahren. Machen schon mal hier den ersten Crash. Schöner Überschlag. Uff, da ist schon mal das Dach ordentlich eingequetscht. Und ein Wunder. Ja, das ist ein echt schöner Überschlag. Schon immer noch 60 km/h schnell. Und nochmal rum. Geht's da nochmal rum? Ja. Und vielleicht sogar nochmal. Okay, nochmal in die Echtzeit. Und nochmal. Autsch. Okay. Ordentlich was abbekommen. Das Dach hat. Ist mehr eingedrückt worden, als ich dachte. Sogar, gebe ich zu. Ich dachte, der würde ein bisschen mehr aushalten. Sollte er eigentlich auch. Weil alle anderen modernen Autos im BeamNG halt ein bisschen mehr aus. Als der BRZ hier. Der GTA 6 in dem Fall. GT 86. Sorry. Dann alle. Oh Gott. Wie habe ich das geschafft? Ja, gut, wir stecken fest. Gut, das ist uns, glaube ich, auch noch nicht passiert, dass wir so feststecken. Praktische Sache. So, Slalom, schönes. Fahrweise des GTA 86 ausnutzen. Rein hier, kleinen Sprung rein. Fast kaputt gehen. So, und jetzt hier hoch. Bremsen. Schön knapp vorbeifahren. Oh. Okay, das ging gerade so gut aus. Da. Oh mein Gott. Ah. Shit. Das ging dann weniger gut aus. Komm schon raus da. Steht nicht so. Hallo. Danke sehr. Wir fahren halt rückwärts raus. Okay, so klappt's doch. Sieht jetzt auch nicht mehr ganz so frisch aus, der Wagen, gebe ich zu. Ja, ganz so frisch ist eine Untertreibung. Supi, wechseln wir mal den Wagen auf irgendwas anderes. Was wollen wir? Nehmen wir den Bowlight, komm. Was nehmen wir? 350 in Rosso Veluto. Oder was auch immer. So. Schöner Bowlight, ist nie falsch. Puh. Bisschen mehr Power, als ich gerade damit gerechnet habe. Kleiner Sprung, dafür ist der Bullet nämlich definitiv gemacht. Warum? Okay, schön in die Tür. Au, nochmal gegen. Jetzt haben wir wenigstens Kühlung. Das ist aktive Kühlung der Insassen. Nochmal gegen. Oh Gott. Und die eigene Tür nochmal gefangen. Okay, ging ja schon mal super gut aus. So, einfach mal, fangen wir mal an mit dem wunderbaren Looping. Und dann, der ist ziemlich schnell. Immer so schnell, die Variante hier. Und jetzt müssen wir hier links, danke. Genau, und dann wollen wir den großen Sprung nehmen. Hier vorbei. Puh, das war knapp. Und mit 180 oder so, keine Ahnung, was genau es war.
Rein, Power-Headlights raus. Und 100 mal langsamer und 130 km/h. Oh. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgeht, wenn man innen drin ist, oder? Und drum. Platt wie eine Flunder da hinten. Platt wie eine Flunder. Okidoki. BMW X5. Auf geht's. Haben wir länger nicht benutzt. Auch eine geile Mod. Eine der geilsten Mods. So. Dann wollen wir erstmal einen kleinen Sprung mit dir machen. Wunderbar. Perfekt war der Sprung. Aufpassen, Matsch, Sand, oh. Einfach entlang driften. So. Und aufs Eis. Raufgehen aufs Eis. Schön ein bisschen entdriften auf dem Eis. Und rausdriften. Transition nach links. Bisschen zu früh. Bisschen zu früh, verdammt. Wenn der normalen Wagen jetzt geklappt wäre, es kein SUV gewesen, dann wäre man richtig schön runter, drunter, unten drunter durch. So, aber weniger. Okay, Highspeed Crash hinten an der Mauer. Vielleicht jetzt vorbei. Und geradeaus. 80, 190 und 210 hier in der Sekunde. So, und gegen. 210 km/h Crash. Keine Chance. Absolut keine Chance. Ja, also die Frontsitze haben direkt Glas und Metall vor sich. Und die Hecksitze haben auch alles innen drin. Also, ja, kein schöner Crash. Kein schöner Crash, sagen wir es mal so. Aha, aha, aha. So, nächster Wagen, den wir crashen werden, ist Bluebug. Auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen in den letzten paar Folgen. Nehmen wir die Custom-Variante, damit wir schön viel Power haben. So. Oh ja, ich sehe schon genau, wo wir crashen wollen heute. Jetzt, so. Boah, die Federung ist so weich. So, hier ist mal entlang. Okay, hier rum wird ein bisschen unangenehm, da hinzukommen. Vom Weg her. Und hier gegen. Oh Gott, das wird so unangenehm. 16 mal langsamer, 163 km/h. Ganze Wagen wird nach oben katapultiert. Aber es funktioniert besser als gedacht. Das ist eine schöne kleine Rampe für uns. Und jetzt die Landung. Hat uns noch ein bisschen weiter. Ein bisschen runder gemacht. Ein bisschen weiter deformiert. Wunderbar. Okay. Komm schon. Oh, aufpassen. Nicht crashen. Bisschen noch nicht jetzt crashen. Okay, einmal rum. Einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Rauspowern. Komm schon. So, jetzt haben wir es. Okay, eine Umdrehung mehr als eigentlich geplant. Aber nehmen wir einfach das. Es war definitiv ein geplanter Donut. Ich bin nicht aus Versehen. Hab nicht aus Versehen es nicht geschafft. geradeaus zu fahren. Oh, war eine manuelle Schaltung, habe ich gar nicht gemerkt. So, hier rum. Und auf geht's. Schöner Sprung. Hoch. Und knallen wir genau auf die Kante? Nee, leider nicht. Ah, wir knallen aber gegen. Okidoki, ja. Das soll es auch schon mit der heutigen Folge wieder gewesen sein. Nur eine kleine Gridmap-Folge zwischendurch. Denkt dran, da wir momentan wenig Mods haben und keine Updates, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich machen soll in den nächsten Folgen, weil jetzt sind gerade eure Wünsche richtig wichtig, damit ich Content habe. Und ja, ich bin euch fürs Zuschauen. Bis dann, also, tschüss, bis mal, euch zu die. Ciao.